Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu der Wahl der beiden Kulinariumkönige 2021. Mit dem Preis werden Personen oder Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, der Landwirtschaft und der Gastronomie ausgezeichnet, die sich besonders für regionale Produkte einsetzen. Das ist für die Königswahl vom Kulinarium ganz eine neue Form. Normalerweise würdet ihr euch am Regiotag treffen, miteinander etwas Feines essen, trinken, diskutieren und einfach einen schönen Abend haben. Das ist natürlich wegen Corona momentan überhaupt nicht möglich. Der Trägerverein vom Kulinarium hat sich aber Königswahl nicht nehmen lassen und darum findet sie dieses Jahr einfach virtuell statt. Für das haben wir uns eine wunderschöne Kulisse ausgesucht und zwar sind wir hier beim Restaurant Schloss Seeburg in Kützlingen. In der Kategorie Gastronomie wird der König vom Kulinarium bestimmt. In der Kategorie Produzent ist die Jury schon im Dezember zusammengehockt und hat sich von den drei Finalisten überzeugen lassen. Das sind zum einen die Lütolf AG St. Margrethe, die aus dem einheimischen Ribbelmais feine Chips herstellt. Die Meier Orchidee AG Zwangen bei Dübendorf hat sich mit Leib und Seele der exotischen Pflanzenzucht verschrieben. Und in der Nefmetzg AG in Moslig führt schon die dritte Generation einen traditionellen Familienbetrieb in die Zukunft. Die Arbeit der Jury ist aber nur ein Teil der Königswahl. Auch ihr könnt in den letzten Wochen online für euren Favorit abstimmen und das Resultat das geben wir in wenigen Minuten bekannt. Dann wissen wir, wer Kulinarium König 2021 in der Kategorie Produzent und Gastronomie wird. Urs Bolliger, Geschäftsführer vom Trägerverein Kulinarium. Das Jahr ist ja leider bei den Königswahlen alles ein bisschen anders. Wie sehr hat jetzt euch die Corona-Situation eingeschränkt? Sie hat uns eingeschränkt insofern, dass wir normalerweise einen Live-Anlass machen, wo sich 300-400 Leute treffen und den König eigentlich feiern. Das ist dieses Jahr nicht möglich. Und trotzdem haben wir uns entschieden, wir wollen nicht verzichten auf die Wahl von so einem Kulinarium-König. Weil gerade in dieser Zeit hat es uns ja gezeigt, dass die Nahversorgung, die regionale Produktion wichtig ist. Und darum haben wir uns überlegt, wie können wir das machen und sind eigentlich auf das Format gekommen, um eben trotzdem den König Gastronomie und König Produktion zu feiern. Kommen wir doch ganz schnell noch zum Wahlprozess. In der Kategorie Produzent haben wir drei Finalisten, in der Kategorie Gastronom nur einen. Wie genau werden denn die Finalisten ausgesucht? Also der König Gastronomie wird im Berufungsverfahren berufen. Mhm. Wir schauen ein Jahr lang, was unsere 40 Mitglieder leben, unsere Philosophie, wer lebt besonders gut, wer hat schöne Ansätze. Und dann wird er berufen. Der Produzent, da haben wir im Sommer eine Ausschreibung und da können sich Kandidaten bewerben. Mhm. Die Kandidaten müssen nachher an eine Jury antreten, sich bewerben, erklären, wo treffen sie Kulinarium-Philosophie und dort gibt es Punkte. Und der zweite Teil ist nachher die öffentliche Abstimmung, wo auch das Publikum, Konsumenten können sagen, wer verdient denn die Kulinarium-Krone. Normalerweise ist denn das an dem Abend am Anlass, darf das Saalpublikum abstimmen. Das geht ja dieses Jahr auch nicht. Jetzt gibt es ein Online-Voting im Vorfeld. Wie ist das angelaufen, so die neue Form des Abstimmen? Also, hat für uns durchaus auch Vorteile gegeben, weil in einem normalen Jahr eben sind 300-400 Leute, die an diesem Wahlprozedere teilnehmen können. Und jetzt in diesem Jahr, durch das, dass es Online-Voting gegeben hat, haben natürlich Konsumenten über die ganze Ostschweiz können sich beteiligen an dieser Wahl. Und was wir auch beobachtet haben, die Kandidaten haben natürlich die Möglichkeit gehabt, ihr persönliches Umfeld zu mobilisieren. Sie haben die Möglichkeit gehabt, ihre Stammkunden, Kundschaft herzutreten und um sie aufzufordern, doch ihre Stimme für sie abzugeben. Ihr habt ja dieses Jahr ganz bunte Finalisten. Wir haben einmal Fleisch, wir haben Chips, wir haben Orchideen. Wie zeichnen sich denn die einzelnen Finalisten für euch aus?
Also für uns ist es ein schöner Querschnitt, weil das ist Kulinarium. Also die Regionalprodukte decken ein ganz breites Spektrum an Produkten ab. Und da haben wir einen wunderschönen Querschnitt vom Fleisch über das Rietaler Ribbelmaischips bis hin eben zu Orchideen. Und insofern ist das für uns ein wunderbarer Querschnitt, eigentlich, um auch unseren Konsumenten zu zeigen, was hier alles in der Ostschweiz möglich ist. Und als Polygat, wir sehen uns ja nachher gerade nochmal. Zuerst geht es nämlich noch zu den Produzenten. Die haben jetzt die letzten Wochen Zeit gehabt, um ihre Nomination zu verdauen. Und wie jetzt die Stimmung so kurz vor der Verleihung ist, gehen wir in den einzelnen Betrieben nochmal schauen. Guten Morgen, Christian Lütolf. Aha, ich sehe, ihr seid da schon am Strategien rausdüfteln. Oder gibt es vielleicht schon ein neues Marketing, um euer mögliches Gewinnerkönnchen auf dem Produkt zu platzieren? Den Gedanken haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht gemacht. Aber ich finde die Idee eigentlich genial und das müssen wir eigentlich gerade umsetzen. Ich habe gehört, du hast dir das eine Weile müssen überlegen, ob ihr möchtet bei dieser Wahl mitmachen. Was hat dich denn am Schluss dazu bewogen, um zu sagen, mal, ich bin dabei? Ich habe einfach gefunden, für das Team, für die ganze Mannschaft wäre es sicher eine tolle Sache, wenn wir da mitmachen dürfen und wenn wir schlussendlich allenfalls auch den Titel gewinnen könnten. Kulinarium-Produzenten haben ja eigentlich alle ein spezielles Produkt. Was hast du das Gefühl, was gibt bei der Lütolf AG so den Ausschlag, dass ihr dann das Rennen würdet, um einen Gewinn zu machen, vielleicht gerade auch mit euren Ribbelmais-Produkten? Ich habe das Gefühl, unsere Produkte sind einfach sehr gut von der Qualität. Sie sind super knackig, sie treffen den Zeitgeist. Und ich glaube auch von der Bekanntheit her haben wir es geschafft im ersten Jahr, dass die Leute unseren Fan kennen. Bei den Chips habt ihr ja irgendwie ein Erfolgsrezept schon draussen. Wie macht ihr denn da beim Online-Voting? Dönt ihr da vielleicht die Leute ein bisschen mit Chips bestechen, dass sie für euch abstimmen? Ich habe zum Glück versierte Cousinen, die für uns Social Media machen. Die haben super Ideen, auch immer wieder tolle Beiträge. Und ich glaube, das pushen wir schon mit diesen tollen Sachen. Wenn das Wörtchen «wenn» nicht wäre, wenn ihr jetzt würdet gewinnen, gerade in Zeiten von Corona ist ja eine riesige Party leider gar nicht möglich. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, wie ihr das würdet gleich ein bisschen feiern? Ich denke, wir würden zuerst innerhalb der Familie und mit dem Team im kleinen Rahmen anstoßen. Und wenn die Pandemie vorbei ist, dann würden wir sicher eine riesige Party schmeißen. Ja, dann hoffen wir, das ist schon ganz gleich. Wir drücken euch auf alle Fälle die Daumen und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Finalist schauen. Hans-Peter Meyer, wenn man an Kulinarium-Finalisten denkt, hat man eigentlich eher einen Lebensmittelproduzent vor Augen. Ist das bei euch von Anfang an klar gewesen, dass ihr als Orchideenbetrieb dürft euch bewerben? Nein, das ist nicht ganz klar gewesen. Ich habe zuerst einmal Feuch angefragt und dann hat es geheißen, ja, warum nicht? Und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist ja Orchideen auch ein Genussmittel, wie Kulinarik. Es ist ja nicht nur einfach Essen. Und da ist es eben wirklich natürlich auch der Genuss von schönen Sachen. Meyer Orchidee ist jetzt bereits in der dritten Generation mit dir. Ist dir der grüne Daumen sozusagen gerade bei der Geburt schon mitgeliefert worden? Weil den kann man sich in dem Sinn ja nicht akademisch erwerben, oder wie sieht das aus? Ja, ob der jetzt ganz von Anfang an dabei war, weiss ich nicht. Aber es ist sicher so, man wächst natürlich mitten in den Orchideen oder in den Pflanzen auf, kommt das jeden Tag mit über, oder? Das ist ein wunderschönes Dummelfeld auch für Kinder. Und ja, so bin ich aufgewachsen, mitten in den Pflanzen. Warum habt ihr das Gefühl, dass ihr den Sieg verdient habt? Ja, ich will mich gar nicht so fest auf den Sieg versteifen. Natürlich würde es uns freuen, weil wir machen hier Orchideen mit Herz. Das ist unser Brand neben dem Kulinarium-Label. Wir
machen also ganz, ganz viel mit Herzlichkeit, mit Handarbeit, mit Nachhaltigkeit. Und von dem her hätten wir es sicher verdient, aber die anderen zwei genauso. Unter den Finalisten sind ihr ja ein bisschen die Exoten. Habt ihr das Gefühl, dass ihr darum auch gerade noch ein bisschen mehr Stimmen bekommt? Oder habt ihr mit jeder verkauften Orchidee automatisch gerade eine Stimme bekommen? Nein, das haben wir nicht gemacht. Wir haben auch die Kunden natürlich informiert darüber und haben ihnen aber auch gesagt, sie sollen doch bitte einfach schauen, die drei Kandidaten gut anschauen und dann dem die Stimme geben, die sie finden, der hat es am besten verdient. Jetzt nehmt es mir aber gleich noch Wunder zum Schluss. Wenn ihr gewinnen würdet, gibt es denn auch ganz spezielle Orchideen, vielleicht eine mit einer Krone? Ja, über das muss ich noch nachdenken. Es gibt wirklich natürlich Orchideen, die man zum Teil einen Namen geben können. Also es gibt zum Beispiel eine Orchidee, die den Namen von meiner Frau trägt, zum Zidium Sabine Meyer. Aber über das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch zu wenig nachgedacht, ob es dann irgendeine Kulinarium-Kronenkönigin gibt. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Glück, dass es für den Sieg gelangt. Und wir gehen jetzt an dieser Stelle noch zum letzten Finalist. Andreas und Thomas, wenn man bei euch in die Nähe-Metzg hineinkommt, dann ist die Wahl zum Kulinariumkönig wirklich überall präsent. Ihr legt euch so richtig ins Zeug für einen Sieg, oder? Ja, wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben Flyer unseren Kunden abgegeben über die Festtage, wo wir recht viele Kunden im Laden hatten. Und ja. Ja, auch die Social Media haben wir natürlich sehr Gas gegeben. Auch den Freunden und Bekannten haben wir mitgeteilt, dass wir nominiert sind. Und das Wichtigste Mund-zu-Mund-Werbung, oder? Die funktioniert immer. Ja. Auf dem Land besonders gut. Genau. Nähe-Metzg ist ja ein Familienbetrieb. Ihr seid quasi hinter den Ladentheken gross geworden. Was für eine Philosophie haben euch die Eltern vorgelebt? Ja, wir, von klein auf haben wir dürfen immer helfen arbeiten. Oder, ja, wir haben nie müssen. Und haben dort dürfen einen Partyservice mitgehen. Helfen schöpfen und so. Und da haben, ja, das hat richtig Spass gemacht. So ist man auch reingekommen. Und nachher hat es aber bei der Schnupperlehre gleich immer geheißen, man soll noch etwas anderes lernen. Und so bin ich dann Sanitär und Koch schnuppern. Mal noch. Ja, bist du schnuppern? Ich als Töffmech. Aber ja. Hat da den beiden das nicht so zugesagt? Nein, für uns ist nachher klar. Also für uns, mich ist klar gewesen, dass ich Metzger möchte lernen. Der Kochchef hat bei mir auch gesagt, bleib beim Metzger. Ist auch klar gewesen, dass ihr den Familienbetrieb übernehmt? Nein, das war eigentlich nie klar gewesen. Wir haben unsere Lehre auch auswärts gemacht und nicht im eigenen Betrieb. Es war eigentlich gut gewesen, dass wir Erfahrungen sammeln konnten, auch auswärts. Und nachher hat sich das so ergeben, dass man dann nach unseren Jahren wieder retourkam in älteren Betrieben. Kulinarium steht ja vor allem für Regionalität. Wie gut könnt ihr das hier leben? Ja, wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren regionalen Landwirten. Und wir schätzen das sehr. Und wir können es auch durch die kurzen Transportwege, artgerechte Haltung, können wir da in unserem eigenen Schlachthof so die höchste Qualität für unsere Kunden anbieten. Ja. Wenn ihr jetzt wirklich gewinnt, was würde euch so ein Sieg bedeuten? Ja, für uns ist es natürlich super, dass unsere Metzger noch bekannter wird und dass die Wertschätzung von einer Metzgerei auf dem Land mit dem direkten Verkauf der Zukunft erhalten bleibt. Dann hoffen wir, dass sich euer Einsatz und euer Engagement am Schluss auch rechnet und ihr hier auf der Ladentheke dann noch euren Kunden stolz die Gewinnerkrone präsentieren könnt. Danke. Danke. Merci vielmals. Also ich glaube, ein bisschen nervös sind sie schon, unsere drei Kandidaten. Für einen vierten Kandidat ist aber die Nervosität schon vorbei. Der Kulinariumkönig in der Kategorie Gastronomie ist im Vorfeld schon bestimmt worden. Und der Preisträger, der stellt sich jetzt gerade selber vor. Herzlich willkommen hier im Schloss Seeburg in Grützlingen. Mein Name ist Marc Würle, ich bin hier der Küchenchef und darf euch heute Seeburg vorstellen. Unsere Spezialität ist die wechselnde Karte mit dem Fokus auf regionale Produkte, wie zum Beispiel das Wild aus dem Dorf oder der Fisch aus nachhaltiger Zucht. Spannend macht unser Alltag, dass kein Tag gleich ist wie der andere. Von Staatsbesuch bis hin zu Hochzeiten ist alles dabei. Unser Schloss bietet nebst der Leidenschaft für die Regionalität den grössten Naherholungspark hier am Bodensee. Auch in puncto Wie setzen wir auf Nähe.
Wir arbeiten zum Beispiel zusammen mit den Weingütern Burkhardt, Wolfer, Bachtrobel vom Otterberg in Wiefelden. Als Mitglied im Kulinarium lernt man viele neue Produkte kennen und Menschen dahinter. Wir sind mega stolz, dass wir die Wahl zum Kulinariumkönig Gastronomie 2021 gewonnen haben. Zu dem Anlass haben wir für euch das Trügern-Königsmenü kreiert. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Schloss Seeburg in Kreuzlingen und genießen Sie das Trügern-Königsmenü. Wir offerieren gern das Aperitif. Ja, hallo miteinander. Grüezi auch. Hallo. Ich bringe euch hier Krone ins Haus. Wow. Vielen Dank für den wunderschönen Preis. Ich denke, das ehrt mich und mein Team auf jeden Fall. Jetzt können wir es ja verraten, wir haben unsere heutige Kulisse nicht ganz zufällig ausgewählt. Marc Wörle, nochmal ganz herzliche Gratulation zum Kulinarium Gastrokönig 2021. Wie fühlt man sich denn jetzt so frisch gesalbt? Das darf man ja, glaube ich, bei einem König sagen. Es ist ja schon nochmal ein bisschen mehr wie ein Ritterschlag, die Auszeichnung. Es ist ein super Gefühl, wir freuen uns mega und es ist sicher eine super Bestätigung für uns und unser Team. Jetzt ist der Moment, wo wir noch ein bisschen Werbung für euch machen können. Warum hat denn Schloss Seeburg den Titel verdient? Was gibt es denn zum Beispiel nur bei euch oder was machen die besonders? Also besonders ist, wir verbinden einfach schön die Regionalität mit der Moderne und einfach dort mit den Lieferanten zusammenarbeiten und schauen, dass wir schöne Produkte bekommen, wo man könnte einfach cool in Szene setzen bei uns im Schloss. Genau. Ich glaube, da genießen und schätzen die Gäste sicher bei uns. Das Wort Corona mögen wir ja ehrlich gesagt alle schon nicht mehr wirklich hören, aber gerade in der Gastronomie ist es natürlich sehr präsent. Wie habt ihr die Zeit bis jetzt überlebt oder erlebt? Ich glaube, es ist eine schwierige Zeit, da spreche ich glaube im Namen von allen Gastronomen. Wir haben dafür im ersten Lockdown für uns entschieden, dass man einen zweiten Standbein aufbaut und man hat jetzt Schulverpflegung und Catering für verschiedene Schulen und Horts, Kreuzlingen. Und teils kommen sie auch zu uns ins Haus als Verpflegung und ja, das ist eine schöne Sache und ich glaube, da genießen die Schüler. Ja. Ich wollte fragen, wie ist das für Kinder, wenn sie dort dürfen, an so einem schönen Ort dinieren? Ja. Ja, ich denke, sie schätzen es und es ist auch eine spezielle Situation. Es ist mal ein anderes Klientel, was wir an Gästen im Haus haben und wir schätzen es. Und ich denke, für die Schüler ist es sicher auch eine coole Sache, dort herzukommen zum Mittagessen. Wie ist denn das jetzt mit dieser Krone? Ist das mehr Verpflichtung oder ist es auch nochmal ein bisschen Ansporn? Ich denke, es ist ein Teil von beidem. Es ist sowohl als mit mir unsere Schiene ein kleines Behalten, dass man einfach die Regionalität in den Fokus setzt. Aber wir werden auch in Zukunft neue Produkte aussuchen und mit den Lieferanten in Kontakt bleiben, was es denn hat und was man schön Neues kann daraus kreieren, dass wir es auch weiterentwickeln können. Der Titel ist ja eine Auszeichnung eben für die regionalen Produkte, die man verwendet. Habt ihr vielleicht schon ein Königsmenü im Kopf, das ihr dann möchtet umsetzen? Ja, ich habe mit den Lieferanten schon ein abgeklärt, was man denn für schöne Produkte nehmen kann, gerade auch für die Saison anpasst und ich mag nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall ein schönes regionales Menü. Und ja, wir haben dann auch noch einen kleinen Welcome-Drink vorbereitet für unsere Gäste, die dann das Menü genießen. Danke vielmals, Marc Wörle. Super, merci. Schön, dass Sie auch so da gewesen sind. Urs Bolliger, jetzt haben wir also den frisch gebackenen Gastrokönig 2021. Was hat denn am Schluss den Ausschlag gegeben, dass es eben Schloss Seeburg hier in Kreuzlingen geworden ist? Also ein Blick in seine Getränke- und Speisekarte langt eigentlich, wo man sieht, das ist ein Betrieb, der sich begeistert für regionale Produkte. Wir haben das im letzten Jahr eigentlich beobachtet und gesehen, wie er traditionelle Rezepte mit neue moderne Rezepte verbindet, einerseits, oder traditionelle Einmacharten verbindet mit exotischen Gewürzen. Und das ist das, wo unserer Philosophie eigentlich entspricht. Die Begeisterung für regionale Produkte, für das Traditionelle, aber nicht sich verwehren gegenüber dem Neuen. Und das macht der Betrieb eigentlich so einzigartig. Also wenn ich dir so zulasse, dann knurrt mir gerade der Magen. Ich komme gerade schon Hunger über allein vom Zulassen. Also ein Preis ist ja eine riesige Ehre, aber was für Recht und Pflicht bringt denn die Krone mit sich? Von der Pflichtseite her ist es eigentlich einfach für ihn. Wir haben die Erwartung an den Betrieb, dass er die Linie, den Weg, den er jetzt eingeschlagen hat,
weiterführt. Eine ehrliche Küche, so wie wir es vorhin beschrieben haben, in Zusammenarbeit mit Produzenten, faire Zusammenarbeit, und das macht er, und wir gehen schwer davon aus, dass er auf dieser Linie wird bleiben. Wie wichtig sind denn für das Kulinarium so starke Partner wie jetzt eben zum Beispiel Schloss Seeburg? So starke Partner sind für uns A und so. Das ist wie das Blut in den Adern von Kulinarium. Weil wenn wir die Partnerbetriebe nicht hätten, wären wir nichts anderes als ein Philosophenclub. Ein Club, der zwar zeigt, wie es schön wäre, wenn man hätte, aber ohne Partner läuft nichts. Und mit so Partner überkommt die ganze Regionalität Hände und Füße. Und der Konsument, der Gast, der hier ein- und ausgeht, erlebt, was mit regionalen Produkten möglich ist. Wir haben es ja vorher gehört, Seeburg zeichnet sich vor allem durch die regionalen Produkte aus, aber natürlich auch durch Innovation. Ist das jetzt so ein typischer Gastrobetrieb in der Ostschweiz? Ja und nein. Einerseits gibt es, ja, in der Ostschweiz gibt es schöne Betriebe. Andererseits müssen wir auch sagen, wir wünschen uns, es gäbe noch mehr. Weil wir brennen auf die Regionalität. Unser Wunsch ist, dass möglichst viele Betriebe so arbeiten. In diesem Sinn wünscht ihr uns mehr, weil insgesamt haben wir 40 Betriebe, die in der ganzen Ostschweiz mit uns so zusammenarbeiten. Mhm. Da wünscht ihr uns noch mehr. Und wir sind überzeugt, dass mit dieser Vielfalt an schönen Produkten, die wir hier in der ganzen Ostschweiz antreffen, Land auf, Land ab, eigentlich noch mehr möglich wäre. Und da hoffen wir natürlich, dass wir noch mehr so Partnerbetriebe werden finden. Dann hoffen wir, dass sich da noch eine Scheibe davon abschneidet, von dieser Vorreiterfunktion, die da das Schloss Seeburg hat in Kreuzlingen. Urs Bolliger, danke vielmals. Wir zwei haben jetzt aber noch ganz einen wichtigen Termin, weil jetzt ist es endlich Zeit, zum Katz zum Sack auszulassen. Oder man könnte an dieser Stelle auch sagen, der König zum Schloss aus. Wer wird Kulinarium König 2021 in der Kategorie Produzent? Wetzt er vielleicht schon seine Messer? Macht er einen Haufen Mais? Oder ist es am Schluss ein exotischer Blumenkönig? Auf jeden Fall weiss er noch nichts von seinem Glück, und wir gehen ihn jetzt überraschen. Der zukünftige König, die Rei. Ja, hallo! Könnt ihr in Majestät vielleicht mal schnell rauskommen? Ja, jetzt bist du ein Königshündchen. Christian! Ja, grüezi, Christian! Wir können dich überraschen. Ja, da ist jetzt aber nicht der König. Einfach da ganz so reinkommen. Ja. Bist du jetzt ein bisschen baff, dass wir noch mal da sind? Ja, das hast du nicht gedacht, dass du da ganz so aufgeritzt. Ja, sicher. Als König muss man... Mega schön. Als König muss man jetzt für alles vorbereitet sein. Ja, kann man so sagen, ja. Ich würde sagen, du übergib doch du mal den Preis. Der darf jetzt bald, oder? Ja, sicher schon. Jawohl, danke. Yay! Yeah. Ja, herzliche Gratulation. Wow. Bravo. Yeah. Da ist er jetzt also, der Kulinarium-König 2021 in der Kategorie Produzent. Christian Lütolf von der Lütolf AG. Wie überrascht bist du jetzt, dass er gewonnen hat, und was bedeutet der Preis für euch? Ich bin natürlich sehr überrascht. Vor allem, dass man ja, zumindest am Nachmittag so bereichert wird mit einer Krone. Der Titel bedeutet uns extrem viel, weil es zeigt, dass wir für unsere Leistung, die wir in den letzten eineinhalb Jahren erbracht haben, belohnt werden. Hinter so einer Auszeichnung steckt ja nicht nur eine Person. Wer hat bei euch alles zu dem Erfolg beigetragen? Ganz klar mein Götti, der Ernst Lütolf. Er hat die Idee gehabt, hat das Projekt lanciert. Dann natürlich unser Produktionsleiter, der Bruno Troxler, der Betriebsunterhalt, der Willi Steigruber, und auch alle anderen, die uns da jeden Tag tatkräftig unterstützen. Ja, eigentlich sind ihr ja eine Sammelstelle für Getreide. Wie sind denn ihr jetzt zu einem Kulinarium-zertifizierten Chips-Produzent geworden? Ja, wir machen seit über 20 Jahren Anbauverträge mit Rindtaler Riebelmais. Man hat gewusst, Rindtaler Riebelmais eignet sich gut für Tortilla-Chips. Und dann ist die Idee gekommen, im Verein, dass man doch die Chips hier in St. Margrethe produzieren könnte.
Jetzt könnt ihr euch natürlich aber nicht auf euren frisch backenen Kronen ausruhen. Was habt ihr noch für Pläne? Wir sind gerade am Bau von einer Maismühle, von einer glutenfreien. Wir werden im Mai, wenn alles normal läuft, in Produktion gehen. Wir werden Polenta machen, wir werden Bramata machen, Mehl. Alles aus Schweizer Speismais. Und dort spielt natürlich der Riebelmais auch ganz eine grosse Rolle. Dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg. Und jetzt will ich natürlich noch wissen, wie feiert ihr jetzt noch eure Krone? Jetzt zuerst einmal mit euch, ganz im kleinen Rahmen. Und sobald man wieder darf, mit dem ganzen Team, mit der Familie. Und dann machen wir ein grosses Fest. Urs Bolliger, der Kulinarium-König bei den Produzenten, ist die Lütolf AG. Wie würdet ihr denn von Kulinarium das Unternehmen beschreiben? Was machen sie denn vielleicht auch etwas anders als andere? Also das Spezielle an diesem Betrieb ist wirklich, dass sie vom Anbauplanung in Gespräch mit den Produzenten über die Endlagerung, Reinigung, Mahlung bis hin eben Chipsproduktion bis nachher eigentlich als Verkaufsregal behalten sie alles in einer Hand. Die Wertschöpfung ist hier in der Region, Arbeitsplätze sind hier in der Region. Und darum ist das ganz ein spannender Betrieb für uns. Wir haben es ja vorher gehört, Christian Lütolf hat gesagt, Sie hätten noch einiges vor. Wie wichtig ist euch denn von Kulinarium auch, dass es weitergeht? Also das ist für uns A und O. Die Regionalprodukte brauchen immer wieder auch neue Schübe, neue Produktinnovationen und die Chips, das ist eigentlich wieder eine neue Dimension von Riebelmais, wo ich überzeugt bin, das kommt gut an bei den Konsumenten und das ist genau in unserem Sinn. Für den Sieg sind ja die Stimmen von der Jury, aber natürlich auch vom Publikum ausschlaggebend gewesen. Wie ist denn das Online-Voting angekommen? Das Online-Voting hat uns eigentlich wirklich selber auch überrascht. Es sind 3000 Stimmen reingekommen. Wir haben können feststellen, die Produzenten die legen sich ins Zeug, die mobilisieren ihr Umfeld, ihre Kundschaft, sie sind im Gespräch. Das ist absolut in unserem Sinn. Zeitweise haben wir festgestellt, da ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und da haben wir sagen, hey, das ist eine geniale Sache. Die Ostschweiz hat ja jetzt zwei Kulinarium-Könige, der von der Gastronomie und der von den Produzenten. Wie ergänzen sich denn die beiden Kategorien? Aus der Vergangenheit haben wir feststellen, dass oft der Gastro-König einmal den Produzenten-König besucht hat oder umgekehrt mit ihren ganzen Teams. Sie sind zusammengehockt, da sind Gespräche entstanden, da sind neue Ideen entstanden. Und das ist eigentlich die Grundidee des Kulinariums, dass Produzenten mit Gastronomen, mit Händlern zusammensitzen und in diesem Kontext entstehen neue Ideen, neue Möglichkeiten und das stärkt am Schluss eigentlich die Regionalprodukte. Könnt ihr jetzt die nächsten paar Wochen schon mal ein bisschen entspannen und durchschnaufen oder sind ihr schon wieder in der Vorbereitung für die nächste Königswahl? Also entspannen natürlich nicht. Wir wollen unseren König zuerst einmal feiern. Wir wollen schauen, dass man liest von dem, hört von dem. Das ist so die eine Ebene. Und natürlich sind wir schon wieder am uns Gedanken machen, wie geht es weiter im 22. Und da werden wir im Sommer die Ausschreibung für Bewerbungen rauslassen, für die Bewerbung 2022. Danke vielmals, Urs Bolliger. Das Restaurant Schloss Seeburg in Kreuzlingen und die Lütolf AG in St. Margrethe tragen beide Kulinarium-Kronen 2021. Zwei Betriebe, die sich durch Innovation auszeichnen und die regionalen Produkte stärken. Wir von Kulinarium danken fürs Zuschauen, wünschen den Gewinner alles Gute und Ihnen einen guten.